und herzlich willkommen hier im GM-Garten und zum zweiten Kalendertürchen des Adventskalender der Garten-YouTuber 2024. Ja, auch ich bin in diesem Jahr wieder dabei und versuche euch mit tollen selbstgemachten Sachen eine kleine Freude zu bereiten, denn das ist genau ein Punkt, warum es diesen Garten-YouTube-Adventskalender gibt, der im Übrigen von der Jen vom Gartengemüsekiosk und vom Max vom Der Gartenkanal, der übrigens gestern den Auftakt gegeben hat, ins Leben gerufen wurde. Nämlich in erster Linie für euch, für unsere Community, für unsere Zuschauer, für unsere Abonnenten. Mit diesen kleinen Gesten aus unserem Adventskalender möchten wir euch einfach mal Danke sagen. Und welche Jahreszeit ist dafür passender als die Vorweihnachtszeit? Jeder freut sich über Geschenke und sind sie manchmal auch noch so klein. Aber das Beschenken von euch da draußen ist nur ein Punkt, warum dieser Garten-YouTube-Adventskalender ins Leben gerufen wurde. Ein weiterer Aspekt ist natürlich die Vernetzung der verschiedenen Gartenkanäle untereinander. Denn im stressigen Alltag kommt man jetzt nicht unbedingt immer dazu, sich auf YouTube umzuschauen, welche tollen Gartenkanäle es denn da draußen so gibt. Eine tolle Zusammenstellung von grandiosen Gartenkanälen findet ihr im Übrigen unter jedem einzelnen Video, auch hier unter meinem, mit der Bitte, jeden einzelnen davon zu abonnieren. Ein Abo ist kostenlos und natürlich wird es auf jedem dieser Kanäle ein Adventskalendertürchen geben, das heißt für euch 24 Gewinnspiele Minimum. Denn es kann auch sein, dass einige Tage doppelt vergeben werden. Dann habt ihr an dem Tag die doppelte Chance abzuräumen. Und morgen ist die Katharina vom Küchengarten dran. Auf das Türchen freue ich mich auch schon besonders. Da werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. So, jetzt denke ich, ist das genug mit der Einleitung. Ihr seht hier hinter mir vielleicht schon so ein bisschen was aufgebaut. Das habe ich extra für euch vorbereitet. Und was das da im Einzelnen ist, das zeige ich euch jetzt gleich im Anschluss. Und was sind jetzt die Voraussetzungen, um bei mir in meinem Adventskalendertürchen etwas zu gewinnen? Da gibt es gar nicht so viele. Ihr braucht den Kanal nicht abonnieren, ihr müsst auch diesen Beitrag nicht liken. Ich würde mich einfach freuen über ein paar schöne Worte unten in den Kommentaren. Und bitte nicht vergessen den Hashtag heiße Weihnacht. Bitte achtet hier auf die korrekte Schreibweise. Ich blende euch den Hashtag hier jetzt im Bild ein. Denn wenn das nicht richtig geschrieben ist, kann die Suchmaschine euch leider nicht aus den Kommentaren picken. Und das wäre schade, wenn ihr da eure Chance vertut wegen einem kleinen Schreibfehler. Wenn mir etwas auffällt in den Kommentaren, melde ich mich bei euch und weise euch darauf hin, dass ihr da vielleicht nochmal drauf guckt und den Hashtag anpasst. So, und jetzt schauen wir mal gerade, was es denn da so abzustauben gibt. Und was gibt es in diesem Jahr zu gewinnen? Der erste Preis darf sich eine meiner Soßen aussuchen in Kombination mit einem meiner Chili oder auch Gewürzsalze. Platz 2 und 3 dürfen sich jeweils eine Mühle eines Salzes ihrer Wahl aussuchen. Aber das ist nicht alles, was in den Paketen sein wird, denn ich habe vor, in jedes Paket auch noch ein bisschen Saatgut mit reinzulegen. Welches das sein wird, werde ich mir aussuchen. Ich werde aber darauf achten und Rücksicht nehmen, dass da draußen natürlich nicht jeder so gerne so scharf ist wie ich. Also vertraut mir, es wird für jeden was dabei sein. Ja, und jetzt hoffe ich, dass euch dieses Adventskalendertürchen zusagt. Hoffe auf eine rege Teilnahme, auf schöne Kommentare, die mich da unten erwarten. Und wünsche euch allen da draußen eine wunderschöne Adventszeit. Frohe Weihnachten und auch einen guten Start in das neue Jahr. Falls wir uns nicht mehr sehen sollten, in einem kleinen Short, in einem kleinen Video, wie auch immer. Die Gewinner werden, wie eben schon erwähnt, per Zufallsprinzip ausgesucht und von mir hier unten in den Kommentaren benachrichtigt. Ich werde in den Kommentar dann meine E-Mail-Adresse schreiben, die ihr aber auch auf meinem Kanal findet, damit ihr mir dann eure Anschrift zusenden könnt, um euer Päckchen zu erhalten.
So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ich werde jetzt noch den restlichen Abend genießen, hoffe, ihr tut das Gleiche und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen hier im GM-Garten.